Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Wirtschaft läuft. Sie läuft rund, mit stabilem Wachstum, mit guten Basiszahlen, und zwar in einem Aufschwung, der in das neunte Jahr geht. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht, nicht nur in der jüngeren deutschen Nachkriegsgeschichte, sondern auch in der europäischen Geschichte, wo immer Sie hinschauen. Wir haben einen Aufschwung, der bei den Menschen ankommt und der bei den Menschen inzwischen auch wahrgenommen wird. Die Erwerbstätigkeit eilt von Rekord zu Rekord. Wir werden im nächsten Jahr aller Voraussicht nach die Rekordzahl von 45 Millionen Erwerbstätigen überschreiten. Das ist eine Zahl, die vor wenigen Jahren noch als völlig illusorisch gegolten hätte. Inzwischen nehmen wir sie als selbstverständlich zur Kenntnis. Die Frauenerwerbstätigkeit ist seit 2006 um 10 Prozentpunkte gestiegen. Wir haben nach wie vor die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in der gesamten Europäischen Union. Der Durchschnitt der EU im ersten Quartal 2018 leider 15,7%. Die Zahl in Deutschland 6,2%. Das ist deutlich mehr als die Hälfte unter dem Durchschnitt. Und es ist eine Zahl, auf die wir stolz sein können, weil sie jungen Leuten den Weg in das berufliche Leben erleichtert und ihnen beruflichen Aufstieg ermöglicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich das ganz deutlich und nachdrücklich ansprechen. Weil dieser Aufschwung schon ins neunte Jahr geht, weil er zu Anfang des Jahres vorübergehend etwas an Schwung verloren hat, ohne dass wir die Notwendigkeit haben, irgendwie unsere Haushalts- und Wachstumsprognosen grundlegend zu korrigieren, sind nun die Ersten wieder, die auftreten und sagen, der Bundeswirtschaftsminister sei doch recht optimistisch und so langen Aufschwung würde es doch gar nicht geben. Und wenn der Minister sagt, es kann noch viele Jahre so bleiben, dann sei das ja auch nun ein bisschen blauäugig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen gerade, auch als für eine liberale Partei, die sich der Wirtschaft und den Menschen in wirtschaftlicher Hinsicht verpflichtet fühlt, wir sollten doch diese Erfolgsgeschichte nicht schlechtreden. Wir sollten unser Land nicht schlechtreden. Wir sollten darauf setzen, dass dieser Aufschwung die nächsten Jahre weitergeht, so wie das alle Wirtschaftsforscher auch für möglich halten, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet eben, dass wir nicht einfach nur zuwarten, sondern dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Die Voraussetzungen für mehr Mittelständler, für mehr Selbstständigkeit. Ich habe heute Morgen angekündigt bei einer Mittelstandstagung, dass wir eine Mittelstandsagenda erarbeiten werden, mit konkreten Erleichterungen für die Selbstständigwerden, mit konkreten Handreichungen im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Wir werden ein Kompetenzzentrum schaffen, wir haben ein Gründerzentrum geschaffen, und wir brauchen stabile politische Rahmenbedingungen. Wir brauchen stabile politische Rahmenbedingungen im internationalen Bereich. In meinen Gesprächen in Washington mit meinem Kollegen Wilbur Ross und Rob Lighthizer, bei meinen Gesprächen in Kiew mit dem Staatspräsidenten der Ukraine, dem Außenminister und vielen anderen Persönlichkeiten, in meinen Gesprächen in Russland mit dem Wirtschaftsminister, dem Industrieminister, dem Ministerpräsidenten, dem Energieminister, ist eines deutlich geworden. Wir stehen international an einem Kreuzungspunkt, wo sich entscheidet, ob wir zurückfallen in alte Gewohnheiten aus den 20er Jahren, aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man geglaubt hat, man könne mit Handelsschranken, mit Protektionismus, mit höheren Zöllen, mit gegenseitig sich von den eigenen Märkten fernhalten, irgendeinen Vorteil für das eigene Land erreichen. Und das Ergebnis ist bekannt. Wir sind damals in eine weltwirtschaftliche Depression geschlittert, von der sich die Industrieländer und die Länder in Europa viele Jahre nicht erholt haben. Und heute ist die Frage, wollen wir zusehen, dass wir durch eine Eskalation von Konflikten, von Gegensätzen, indem wir schlecht übereinander reden, die einen schlecht über die Europäer, die anderen schlecht über die Amerikaner, mit allen Konsequenzen, die das hat, wollen wir riskieren, dass wir noch einmal eine solche Trendwende haben, oder setzen wir darauf, dass wir freie Weltmärkte, dass wir offene Märkte erhalten, dass wir die transatlantische Partnerschaft stärken, dass wir die Interessen der Ukraine auch dann berücksichtigen, wenn wir mit Russland über eine stärkere wirtschaftliche Kooperation sprechen, dass wir versuchen, das Positive zu sehen und nicht das Trennende in den Vordergrund stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gefahren sind in diesem Punkt real vorhanden. Es liegt an uns,
ob sie sich materialisieren oder nicht. Und deshalb lassen Sie uns dafür eintreten, dass der freie Welthandel eine Chance behält. Und das Zweite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, dass wir darauf achten müssen, dass wir keine falschen Signale aus der politischen Debatte geben. Vor wenigen Jahren war es eine sehr umstrittene Frage, ob man mit dem Versprechen, wir erhöhen 4 Jahre keine Steuern, einen Blumentopf gewinnen kann, ob es in der Sache richtig ist. Vor 4 Jahren war es eine fragwürdige Geschichte, mit dem Angebot an Steuersenkungen in den Wahlkampf zu ziehen, wenn man wusste, wie groß der öffentliche Finanzbedarf war und wie sehr die öffentlichen Haushalte noch in den roten Zahlen steckten. Inzwischen haben wir 4 Jahre hinter uns, ohne Steuererhöhung, mit einer schwarzen Null und mit steigenden Investitionen. Das ist etwas, was uns wenige zugetraut hätten und was wir selber uns am allerwenigsten zugetraut hätten. Und deshalb, ich wiederhole meinen Vorschlag aus der Debatte über die Regierungserklärung auch an die Vereinigte Opposition. Lassen Sie uns gemeinsam diese Erfolge vor die Klammer ziehen und lassen Sie uns gemeinsam dazu bekennen, dass wir diese Prinzipien auch in Zukunft einhalten und beachten werden. Das wird zu einem enormen Vertrauenszuwachs in unserem Land und in der Wirtschaft führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stellen mit diesem Haushalt Schwerpunkte. Wir entlasten Familien, wir entlasten untere Einkommen, wir stärken die Binnennachfrage, wir stärken Forschung und Entwicklung und wir stärken Innovationen. Wir helfen bei der Bewältigung des Strukturwandels. Wir werden die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur stärken als eine zentrale Aufgabe und ein zentrales Instrument des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir wollen ein gesamtdeutsches Fördersystem nach 2019. Und das alles ist keine Technik, es hat ein einziges Ziel, dass wir in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen, dass wir den Aufschwung, den wir haben, nicht nur beschränken auf die großstädtischen Verdichtungsräume, sondern dass wir ihn tragen auch in die ländlichen Räume, auch in die Regionen, die vom Strukturwandel getroffen sind, auch in die Regionen, wo die Wiederherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse nach der deutschen Einheit noch nicht wirklich vorangekommen ist. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir im Bereich der Wirtschafts- und Strukturpolitik der Bundesinnenminister mit seiner Zuständigkeit, der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesfinanzminister, dass wir klar ein Signal geben, wir wollen, dass Deutschland ein lebenswertes Land bleibt, wo man in allen Teilen des Landes Lebensqualität und Selbstverwirklichung findet. Lassen Sie uns die Investitionsoffensive der Bundesregierung fortsetzen. Wir haben die Investitionsausgaben deutlich erhöht, auch im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir haben die Investitionen gegenüber der bisherigen Finanzplanung insgesamt noch einmal um über 7 Milliarden € angehoben. Der Bundesfinanzminister hat die volle Unterstützung des Bundeswirtschaftsministers, wann immer er für Investitionen sich entscheidet und nicht nur für konsumtive Ausgaben. Wir haben als Koalition eindeutige Schwerpunkte gesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir konzentrieren uns im Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums auf die Zukunftsbereiche. Wir haben die Investitionen in unserem eigenen Haushalt noch einmal um 20% auf über 2 Milliarden € gesteigert. Wir stellen für Förderung von Forschung und Entwicklung bis 2022 insgesamt 713 Millionen Euro zusätzlich bereit. Davon werden besonders die kleinen und mittleren Unternehmen, die Selbstständigen, die Handwerker profitieren. Wir stärken Unternehmensgründungen und wir wollen Zukunftsindustrien wie die Mikroelektronik in Deutschland halten und neue Zukunftsindustrien ansiedeln. Wir werden eine Kommission einsetzen, die sich mit dem Strukturwandel beschäftigt durch den Fortgang der Energiewende. Und wir werden in dieser Kommission dafür Sorge tragen, dass wir nach vorne schauen, dass wir auf Arbeitsplätze schauen, dass wir aus Umwelt und Klima keinen Gegensatz machen, sondern dafür sorgen, dass beides in gleicher Weise vorankommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wirtschaftlicher Aufschwung möglich ist, dass nachhaltiges Wachstum möglich ist, dass Umweltschutz und Klimaschutz, Energiepolitik und Energiewende keine Gegensätze sind. Und deshalb lassen Sie uns dafür arbeiten, dass wir einen breiten politischen Konsens haben, der allen diejenigen, die zum Aufschwung beitragen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Mittelständlern ein Signal geben, die Politik ist an ihrer Seite und die Politik versucht, ihnen das Leben nicht schwerer, sondern leichter zu machen. Dafür lohnt sich jeder Einsatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.